Nachdem wir die private Halbinsel bei Harstad verlassen hatten, ging es nun weiter über Lödingen auf die Lofoten. Über die Hafenmole gelangt man zu einigen gebührenpflichtigen Stellplätzen direkt an der Wasserlinie. Neben der Möglichkeit zum Entsorgen gibt es auch Toiletten, Duschen sowie Frischwasser. Direkt vor den Stellplätzen befindet sich eine kleine sandige Bucht. Der Ort bietet außerdem Möglichkeiten zum Einkaufen und zum Tanken. Beim Blick vom Stellplatz sahen wir unter anderem diesen im Einsatz befindlichen Walfänger. Die im Mastkorb befindlichen Personen halten nach einem lohnenden Ziel Ausschau. Nachdem das Schiff im Hafen festgemacht hatte, gab es die Gelegenheit, den Mastkorb sowie die Harpune näher zu betrachten. Beim Anschauen des Gerätes wurden wir doch sehr nachdenklich. Wie uns andere Camper erzählten, wurde hier am Vortag ein Wal erlegt und ausgenommen. Die Verarbeitung der Tiere erfolgt meist auf der Insel Skrova. Dann ging es von Lödingen aus zu einem kurzen Abstecher auf die Lofoten. Da wir den Raftfjord noch nicht kannten, wollten wir uns diesen einmal näher anschauen. Die Straße in Richtung Digermühlen führte über weite Strecken direkt am Fjord entlang und gewährte sehr schöne Aussichten. Die Stellmöglichkeiten für Wohnmobile waren eher begrenzt. Beim Ort Raften gab es einen Campingplatz mit guten Angelmöglichkeiten von einem Anleger aus. Diesen Blick hat man vom Fähranleger in Digermühlen. Dann erreichten wir über einen Schotterweg diesen Strand. Es gab hier nur eine kleine Parkbucht. Fiskebøl war ein weiteres Zwischenziel unserer Reise. Hier übernachteten wir unweit des Fähranlegers auf einem großen Schotterplatz, kostenlos. Dann ging es auf der E10 weiter in Richtung Svolvær zur Fähre. Auf dem Weg dorthin sind wir an einigen Straumen, die gut zum Angeln geeignet sind, vorbeigekommen. Zudem gab es einige schöne Aussichtspunkte. Und ca. 5 Kilometer vor Svolvær ein weiterer Straumen, an dem auch geangelt wurde. Dann ging die Reise mit der Fähre weiter, von Svolvær über Skrova nach Skutvik.
Schließlich erreichten wir nach längerer Fahrt durch zauberhafte Landschaften den Polarkreis. Am großen Parkplatz befindet sich ein Restaurant sowie ein Souvenirshop. Auch ausgestopft wirkt so ein Eisbär noch ziemlich imposant. Natürlich darf ein Troll auch hier nicht fehlen. Diese Abbildung in der großen Halle zeigt, wie es hier im Winter aussehen kann. Nur unweit vom Parkplatz konnten wir schöne Rotkappen, Blaubeeren und Moltebeeren finden. Auch Krähenbeeren waren hier zu sehen. Zudem gedeihen hier auch einige blühende Pflanzen. Am Abend konnten wir uns dann eine leckere Polarkreis-Pilzpfanne zubereiten. Hat man auch nicht alle Tage. Am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder weiter Richtung Süden. Bei den Pausen unterwegs sah man jetzt schon häufiger die hübschen, aber giftigen Fliegenpilze. Hier haben wir in der Nähe von Fauske eine gute Pilzstelle gefunden und freuen uns über Rotkappen, Birkenpilze sowie einen Steinpilz. Um Vergiftungen zu vermeiden, sammeln wir natürlich nur die Pilze, die wir auch zweifelsfrei kennen. Hier haben wir wieder einen schönen Pilz gefunden. Mal schauen, wie der so im Anschnitt aussieht. Ah ja, bisher keine Made erkennbar. Auch Preisel, Blau und Himbeeren waren hier zu finden. So konnte wieder einmal eine leckere Mahlzeit zusammengestellt werden. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir haben ja Zeit. Und so kam dann doch eine ausreichende Menge an Blau, Preisel und Himbeeren zusammen. Tja, bei den Geschenken der Natur läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen. Tja, da macht das Pilzeputzen so richtig Spaß. Zumal keine Maden zu finden waren. Wunderbar. Nachdem wir einige Beeren frisch verspeist hatten, bereiteten wir uns noch einen leckeren Kompott und eine Pilzpfanne mit Ei. Jawohl. Zum Nachtisch gönnten wir uns dann noch einen Schlemmerbecher aus dem Kompott, frischen Früchten sowie Sahnejoghurt. Tja, das alles am Wasser serviert. So kann man das Leben aushalten. Am nächsten Tag dann eine Überraschung beim Angeln.
Ein Oktopus hatte sich unseren am Grund liegenden Köder geschnappt. Beim Versorgen der Krake gab diese enorm viel Tinte frei. Hat man auch nicht alle Tage. Also war Spülen, Spülen, Spülen angesagt. Ja, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Es ist geschafft, die Reinigung ist abgeschlossen. Einige Körperteile des Tieres wollten wir als Köder zum Angeln, die anderen für unsere Campingküche nutzen. Das sieht doch lecker aus. Los, weiter geht's. Jetzt geht's wieder bergab. 10% war bergauf und jetzt geht 10% bergab. Oh, eine Schlucht. Das sieht ja. Oha. Unser nächstes Ziel sollte der Trollstigen sein. Dann war der Rastplatz vor dem Trollstigen mit den skurrilen Trollfiguren erreicht. Hier konnte man sich gut über die Gegebenheiten der Gegend informieren. Und wer möchte, kann hier auch Souvenirs einkaufen oder sich kulinarisch stärken. So, jetzt geht's gleich zum Trollstigen hoch. Petra ist schon mal umgestiegen aufs Motorrad. Ich werde dir gleich folgen und los geht's. Eine gewisse Vorfreude ist ihr bereits anzusehen. Und dieser Troll scheint sich mit ihr zu freuen. In Fjord Norwegen, circa 20 Kilometer südlich von Andalsnes gelegen, schlängelt sich der circa 5 Kilometer lange Fahrweg mit 11 Haarnadelkurven durch eine faszinierende Bergwelt zu einem Besucherzentrum, Parkplätzen sowie Aussichtsplattformen empor. Als Teilstück der RV63 ist dieser Abschnitt mit bis zu 9% Steigung mitunter recht schmal gehalten, aber bei ein wenig Umsicht auch für Wohnmobile recht gut befahrbar. Bei Gegenverkehr kann es mitunter notwendig sein, ein Stück bis zur nächsten Ausweichmöglichkeit zurückzusetzen. Steigen.
Unmittelbar vor der Brücke über den Stigfossen befindet sich eine Haltebucht mit toller Aussicht. Ja, hier lohnt schon einmal das Aussteigen für einen Blick ins Tal. Und weiter geht's. Spiky guckt ganz entsetzt. Na, furchtbar, ne, Spiky? Du Ruch hier, ne? Ja. Oh Gott, geht ja gar nicht hier. Und ja, vor den nicht immer gut einsehbaren Haarnadelkurven kribbelt es mitunter doch ein wenig in der Magengegend. Tja, gleich sind wir oben und da ist auch schon die erste Aussichtsplattform. Parkplatz und Besucherzentrum kommen jetzt in Sicht. Kostenlose Stellplätze gab es während unserer Reisezeit ausreichend. Neben einem großen Restaurant gibt es auch Souvenirshops und öffentliche Toiletten. Vom großen Parkplatz führen befestigte Wege zu den Aussichtsplattformen. Hier kann man mitunter über den Wolken stehend ins Tal schauen. Es gibt aber auch Tage, da beherrscht dichter Nebel die Szenerie, so dass die Aussicht gleich null ist. Wir hatten zwar auch den einen oder anderen kurzen Regenhuscher, aber im Großen und Ganzen konnten wir wettermäßig nicht klagen. Auch wenn es in einigen Bereichen wirklich mal sehr eng wird. Mit etwas Umsicht lässt sich immer eine Lösung finden. Hier wabert schon ein Nebelschleier ins Tal.
Ja, es kann ganz schnell gehen, so dass die Sicht deutlich eingeschränkt wird. Hier ist die Lage aber noch völlig harmlos. Wer gut zu Fuß ist, kann hier auch gekennzeichnete Wanderwege nutzen. Statt den zahlreichen Besuchern auf den Aussichtsplattformen begegnet man hier, ja, eventuell mal dem einen oder anderen Schaf. Nach einem ausgedehnten Spaziergang tut so ein Fußbad im Bach besonders gut. Ah! Vor dem Abendessen haben wir uns dann noch einige Blau- und Preiselbeeren sammeln können. So ergab sich eine interessante Mischung aus optischen und kulinarischen Genüssen. Haben wir erstmal frisches Wasser geholt. Nach zwei sehr interessanten Tagen ging es dann weiter in Richtung Geiranger Fjord. Auch während dieser Fahrt bot uns die Natur stimmungsvolle Eindrücke. Der ca. 15 Kilometer lange Geiranger Fjord gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe und zählt zu den schönsten Fjorden Norwegens. Noch bevor wir den Ort Geiranger am Fjordende erreichten, bot sich uns ein fantastischer Ausblick. Um hierher zu kommen, musste ebenfalls wieder eine Passstraße mit Haarnadelkurven befahren werden. Aber es hat sich gelohnt. Unten am Fjord angekommen, machen wir auf einem Parkplatz ganz kurz vor dem Ort Geiranger erstmal eine Rast, um uns ein wenig zu besinnen und einen Kaffee zu genießen. Ja, so sieht es aus, wenn man hier runterfährt. Auch nicht ganz ohne. Von dem kleinen Parkplatz hatten wir einen tollen Blick auf die Kreuzfahrtschiffe. Zwei Campingplätze sind hier vorhanden. Die Abgasfahnen der Schiffe trübten das Bild allerdings. Im Ort selbst
herrschte aufgrund der zahlreichen Passagiere von den Kreuzfahrtschiffen ein großer Andrang. Daher entschlossen wir uns, möglichst schnell weiterzufahren in Richtung des Berges Dals Nibba. Und schon ging es wieder eine Serpentinenstraße mit Haarnadelkurven empor. Auch an dieser Straße gab es einen Parkplatz mit Aussichtsplattform. Von hier hatte man einen wunderbaren Blick auf den Ort Geiranger sowie auf den Fjord. Wenn ein Bus kam, gab es hier jedoch ordentlich Gedränge. Und weiter geht es dem Berggipfel entgegen. Nach dem Stopp an einer Schranke und Zahlung einer Gebühr konnten wir die obere Plattform des Dals Nibba bei 1500 Meter Höhe erreichen. Auch hier bot sich von den Aussichtsplattformen ein fantastischer Blick. Dann ging es wieder bergab und neuen Eindrücken entgegen. Denken, das geht da links. So, jetzt fahren wir die 63 Richtung Grodli. Kommt da was? Guck mal. Nein. Jetzt sind wir auf der 63 wieder Richtung Grodli, um dann anschließend Richtung Kalbwarten zu fahren. Auf dem großen Rastplatz im Kreuzungsbereich Otter-Grodli-Strün-Geiranger haben wir eine Nacht verbracht. Und das Schöne, vorher konnten wir noch in aller Ruhe die Abendsonne genießen. Wunderbar! Am nächsten Tag ging es dann noch einmal in die Blaubeeren und Pilze. Ende August waren hier noch ausreichend viel Blaubeeren und Rotkappen zu finden.
Ja, da geht das Sammlerherz doch noch einmal richtig auf. Jetzt wollen wir erstmal unsere Blaubeeren spülen.